Hallo und herzlich willkommen, lieber Steinbock. Mein Name ist Siro Sabine und dies hier ist das Reading für die erste Monatshälfte im Februar. Gemeinsam möchte ich jetzt mit dir vom 1. bis zum 15. Februar schauen, welche Energien stehen dir zur Verfügung, was liegt vielleicht noch im Unbewussten, was möchte gesehen oder geklärt werden. Wir schauen hier gemeinsam auf energetischer Ebene und so sich ein Thema zeigt, werde ich es erwähnen. So sich kein Thema zeigt, darfst du bitte die Energie auf deine Themen umlegen. Und wie immer wird es hier in den Monatsreadings eine Fortsetzung geben und den Link dazu findest du in der Infobox, in der Videobeschreibung. Klick einfach drauf, du wirst direkt weitergeleitet. So, lieber Steinbock, lass uns schauen. 1. bis 15. Februar für Steinbock. Welche Energien möchten sich zeigen? Was liegt im Jetzt? Was liegt im Jetzt für Steinbock? Die Transformation, der Tod und die acht Kelche. Die acht Kelche, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht auf der einen Seite die Emotionen, die überlaufen, auf der anderen Seite aber etwas, was dich nicht mehr erfüllt, was du zurücklässt, ein emotionaler Überdruss womöglich auch. Und genau das darf jetzt transformiert werden. Vielleicht geht es hier auch darum, wirklich komplett neue Wege zu gehen, emotional tiefer zu tauchen, dir über deine Emotionen klar zu werden. Ich muss mal einen Schluck trinken, krabbelt gerade im Hals. Und ja, emotionaler Überdruss. Da möchte sich etwas transformieren. Vielleicht fühlst du dich auch überfordert mit Gefühlen in dir. Vielleicht ist auch alles im Außen gerade ja, so ein bisschen viel und du merkst, du brauchst da einen Rückzug, um für dich mal hinzuschauen, was ist dir selber wirklich wichtig. Wir schauen mal auf die Vergangenheit. Was liegt hier in der Vergangenheit? Hat vielleicht noch einen Einfluss oder darf womöglich ganz losgelassen werden? Vielleicht geht es auch um Kommunikation, weil, lieber Steinbock, mir hier im Hals krabbelt, wie verrückt. Zwei und zwei. Die zwei Schwerter und die zwei, die Hohepriesterin. Ein mentaler Konflikt. Vielleicht hast du in der Vergangenheit schon gespürt, dass du versucht hast, in Gedanken deine Emotionen zu sortieren, zuzuordnen. Das funktioniert aber nicht. Emotionen sind an Gedanken geknüpft, ja. Und Gedanken rufen Emotionen hervor, ja. Ich glaube, dass dich das Ganze hier ein bisschen aus der Balance gebracht hat und zum Zweifeln gebracht hat. Vielleicht zum Verzweifeln und du gehst jetzt hier in einen transformierenden Rückzug. Was möchte sich in der Zukunft aktivieren? Was möchte sich für Steinbock in der Zukunft aktivieren? Yeah. Das ist definitiv zu viel, das habe ich beim schon gemerkt, wie das gesprungen ist alles. Was möchte sich
für Steinbock in der Zukunft aktivieren. Entschuldigung, ich weiß nicht, was hier gerade körperlich passiert. Vielleicht hängt das auch mit dieser Transformation in dir zusammen. Die drei Münzen, eine Zusammenarbeit, ein Auftrag, eine Situation, wo du hier eingeladen bist, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, etwas zu manifestieren. Ein Auftrag, der auf dich zukommt. Es kann aber auch hier um eine gemeinsame Aufgabe gehen, dass sich hier gemeinsam etwas zeigt, wo du mit anderen Menschen aufgefordert bist, etwas zu kreieren, etwas zu erschaffen, ein Projekt zu erstellen. Es kann aber auch sein, dass einfach deine Seele sagt, hier Steinbock, hast du einen Auftrag, einen göttlichen Auftrag, nämlich in dir hier eine neue Balance zu finden. Auch das ist möglich. Wir schauen mal weiter. Was liegt hier noch im Unbewussten? Was liegt hier noch im Unbewussten für Steinbock? Raus, rein, ja wieder, ich habe den Hierophant gesehen, aber die sind wieder reingesprungen. Jetzt nochmal durchatmen. Was liegt im Unbewussten? Die Herrscherin, etwas Neues möchte geboren werden, etwas Neues möchte in die Welt kommen. Du darfst deinen Platz erkennen, du darfst deinen Platz einnehmen. Die Herrscherin, hier geht es um die Ernte und hier geht es darum, die Fruchtbarkeit des Lebens zu erkennen und auch die Zyklen des Lebens zu erkennen und zu wissen, wenn du in dir im Frieden bist, fließt das Leben mit dir. Das heißt nicht, alles hinzunehmen, das heißt aber auch nicht hier, alles selber machen zu müssen. Ich glaube, es geht hier um die Hingabe an das Leben. Auch um die Hingabe an den Plan deiner Seele. Was ist dir bewusst? Was ist Steinbock bewusst? Was mir gerade noch kommt, ist, lieber Steinbock, dass dir vielleicht noch nicht ganz so klar ist, dass dieser Auftrag, der hier kommt, ein längerfristiges Projekt ist. Mit der Herrscherin haben wir diese etwas größeren Zyklen. Wenn wir davon ausgehen, die Herrscherin ist schwanger, haben wir hier 9 Monate der Schwangerschaft. Damit ist das aber noch nicht gegessen. Nach der Schwangerschaft, die Geburt und dann, ja, sorry, die Aufzucht der Kinder kam jetzt gerade so, aber du weißt, was ich meine, also die Betreuung des Kindes, die Fürsorge, die Liebe, das ist ein Komplettpaket. Du bist nicht nur 9 Monate schwanger und die Schwangerschaft ist dann beendet mit der Geburt, dann geht es erst richtig los.
dann kommen erst die Themen, die Verantwortungen, vielleicht auch Unsicherheiten, wo du dich hier auf deine Intuition verlassen darfst, wo du vielleicht wirklich das ein oder andere Mal nochmal zweifeln wirst, wo du aber merkst, da liegt ein tieferer Sinn darin. Ich glaube, es geht hier auch um tiefere Sinnhaftigkeit. Ich bin gespannt, was sich jetzt hier zeigt. Das waren so die Impulse, die ich jetzt hier vorab noch bekommen habe. Ja, guck mal, der Narr. Du merkst schon, dass hier etwas neu starten möchte, etwas von Null beginnen möchte. Und vielleicht wird dir sogar hier ein sehnlicher Wunsch erfüllt, wenn du dich in diese Transformation hineinbegibst, die jetzt ansteht. Vielleicht hast du lange gezweifelt, dass dieses Geschenk dir hier nochmal in diesem Leben gegeben wird. Und jetzt kommt dieser Auftrag und jetzt kommt dieses Geschenk und du darfst es auch annehmen. Wir schauen mal. Die Balance der Energien, die zwei Münzen, wirklich auch spielerisch damit umzugehen, wirklich auch hinzuspüren, was zeigt sich in dir, was zeigt sich im Außen, wie kannst du das verbinden, was möchte jetzt geschehen und mal ganz davon abgesehen, falls du hier wirklich schwanger sein solltest mit einem Projekt, mit einem neuen Menschwesen, so ist auch das eine Herausforderung, eine Balance der Energien, weil sich dein System anpassen darf, neu stabilisieren darf. So eine Transformation in sich selbst hinein, in einen Aspekt hinein, der so vorher noch nicht gewesen ist, das ist immer ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, herausfordernd und die Energien möchten sich da neu ausrichten. Das ist sehr spannend, sehr interessant hier, lieber Steinbock, und ich bin jetzt äußerst gespannt, was wir hier in der Fortsetzung noch für zusätzliche Impulse für dich bekommen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns jetzt hier gleich in der Fortsetzung noch einmal begegnen. Bis gleich.